Bleiben Sie hier sitzen, ich bleibe hier. Also, vielen Dank für Ihren erläuternden Vortrag über Heimat, nicht Heimat und Fremde. Wir kommen langsam zum dritten Vortrag des Blocks. Dafür möchte ich Ihnen Professor Mario Saalbach vorstellen, den ich eigentlich bei der Eröffnung schon vorgestellt habe. Also wie gesagt, Professor an der Universität des Baskenlands. Hat er in Salamanca und Bremen promoviert zum spanischen Theater in der Franco-Diktatur. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Gegenwartsliteratur, literarische Aufarbeitung der NS, Vergangenheit und Rezeptionsforschung. Heute wird er den Vortrag Heimat und Fremde in Christoph Heinz Roman Landsname halten. Wenn ich schaffe, das Ding hier reinzuschieben. Okay, wir können es. Ja, jetzt. Gracias. Okay, gut, dann sind wir also endlich soweit. Ich werde mich auch etwas beeilen. Heimat und Fremde in Christoph Heinz Roman Landnahme von 2004. Bernhard Haber, die zentrale Figur in Christoph Heinz Roman Landnahme. Hier haben wir ein paar unterschiedliche Umschlagentwürfe. So ist das Buch in den Handel gekommen, in verschiedenen Editionen. Bernhard Haber, die zentrale Figur, kommt 1950 als 10-jähriger Sohn einer aus dem ehemaligen Breslau vertriebenen Familie in die sächsische Kleinstadt Guldenberg. Ein fiktionaler Ort, der auch in anderen Romanen von Christoph Hein eine Rolle spielt oder Hintergrund ist. Die Umsiedler werden von den Einheimischen angefeindet und diskriminiert. Bernhards Hund wird getötet, die Tischlerwerkstatt des Vaters in Brand gesteckt, der Vater schließlich ermordet. Trotzdem setzt Bernhard alles daran, sich mit List und großer Ausdauer, auch am Rande und außerhalb jeder Legalität, eine Existenz in Guldenberg zu begründen, die ihm den sozialen Aufstieg ermöglicht. Christoph Hein lässt Bernhard Habers Eingliederungsprozess aus der Perspektive von 5 Personen erzählen, die wie Haber der zweiten Generation angehören, also der Generation, die den Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus nicht mehr wirklich bewusst und vor allem nicht verantwortlich miterlebt haben. Der Verlust von Heimat und die Notwendigkeit, sie wiederherzustellen, sind zwei grundlegende Themen in Heins Roman. Heimat als Raum des Vertrauten wird der Fremde und dem Fremden als Ausdruck des Unberechenbaren, potenziell Bedrohlichen entgegengesetzt. Fremde, Fremdheit, Fremdsein oder die Angst vor Überfremdung sind allgegenwärtig und illustrieren immer wieder, dass der Heimatbegriff unweigerlich den der Nichtheimat mit einschließt. Für ein Kind kann der Verlust der Heimat besonders problematisch sein, aber Bernhard ist eine Kämpfernatur und durchaus auch als 10-Jähriger schon bereit, seine Identität zu verteidigen. Als er in seiner neuen Guldenberger Schule gefragt wird, wo er herkomme, antwortet er ganz natürlich: aus Breslau.
Aber der Lehrer weist ihn zurecht, diese Stadt heiße jetzt Wrocław, um ihn dann aufzufordern, seine Antwort noch einmal richtig zu wiederholen. Bernhard gibt nun zwar die richtige Antwort aus Wrocław, fügt allerdings hinzu, aber geboren bin ich in Breslau. Was der Verlust der Heimat für den kleinen Bernhard bedeutet hat, wird jedoch im Roman kaum ausgeführt. Es geht in Bezug auf Bernhard eigentlich nur um das, was Professor Antz als, beziehungsweise was Professor Antz nicht als Ankunft bezeichnet hat, sondern was dann in der Diskussion als Ankunft statt der Rückkehr bezeichnet wurde. Eine Ankunft, die allerdings nicht auf einen Moment begrenzt ist, sondern sich über Jahre und Jahrzehnte hinzieht. Wo war ich? Das Thema Heimatverlust tritt viel deutlicher in Bezug auf die Einheimischen zutage, die ihre Heimat durch die Umsiedler bedroht sehen. Sigurd Kitzero, Sägewerksbesitzer und enger Freund des erwachsenen und längst völlig integrierten Bernhard Haber, resümiert die prekäre Situation der Kleinstadt in den Nachkriegsjahren. Nach dem Krieg kamen die Flüchtlinge, erst die Ausgebombten aus den Nachbargemeinden und den Städten in der Nähe und nach ihnen die Vertriebenen, und das hörte überhaupt nicht auf. Ich überspringe etwas. Die Ausgebombten verließen irgendwann die Stadt. Sie blieben ein paar Monate und nur sehr wenige wohnten länger bei uns. Die Vertriebenen jedoch blieben und jeder wusste, sie würden nie wieder gehen, jedenfalls nicht freiwillig, weil sie keine Heimat mehr hatten. Und mit den Vertriebenen veränderte sich das Leben in unserer Stadt. Wohnraum musste den unaufhörlich auch nach Guldenberg strömenden Flüchtlingen zur Verfügung gestellt, die ohnehin knappen Lebensmittel mit ihnen geteilt werden. Vor allem aber ist es die Angst vor Überfremdung, aus der die Umsiedler abgelehnt und diskriminiert werden. Mit dem in nur kurzer Zeit drastischen Anwachsen der Einwohnerzahl ändert sich das Leben und Zusammenleben in der Stadt. Man misstraut den Fremden, über die man nichts weiß, ähnlich wie den Vertriebenen, die mit der Heimat ihre gewohnten Orientierungskoordinaten verloren haben, ergeht es auch den Einheimischen, deren Heimat sich rapide verändert. Sie fühlen sich desorientiert und verstehen ihre Welt nicht mehr. Die Schuld geben sie den Zugewanderten. Daran lassen die Vorwürfe Reinhard Beuchlers, eines Guldenbergers, ebenfalls der zweiten Generation, keinen Zweifel. Ich glaube, das habe ich auch hier. Sie, also die Umsiedler, hatten und haben nicht das Recht, anderen Leuten ihre Heimat zu nehmen, nur weil man ihnen ihre Heimat nahm. Guldenberg ist seit dem Krieg nicht mehr das Guldenberg, in dem ich geboren wurde, ist nicht mehr unsere Stadt. Der Mechanismus wird deutlich. Wegen des Gefühls der Sicherheit und Überschaubarkeit, das eine vermeintlich vorgegebene und als nicht veränderbar aufgefasste räumlich-emotionale Konstellation vermittelt, wird alles Fremde, das die vermeintliche Harmonie dieser Konstellation in Frage stellt, als Bedrohung erfahren und zurückgewiesen. Potenzielle Gründe für die Ablehnung finden sich allemal in der verdächtigen Indefinition der über die Fremden verfügbaren Informationen. Was man nicht weiß, ersetzt man schnell durch Gerüchte, Vorurteile oder haltlose Anschuldigungen. Die Vertriebenen werden als Schmarotzer beschimpft, die immerzu die Hand aufhalten und es sich vorn und hinten reinstecken lassen. Schmarotzer, Lügner, Betrüger. Nach Brandstiftungen in den Haberschen Tischlereien werden Gerüchte über möglichen Versicherungsbetrug in Umlauf gebracht, wofür es keinerlei Beweise gibt. Sie werden als Deppen und Faulpelze verleumdet und man spricht ihnen sogar das Recht zu leben ab. Man hätte die Flüchtlinge, als sie damals hier ankamen, gleich in der Mulde, ein Fluss dort, ersäufen sollen, allesamt. Und aus dem hätte man bei Zeiten einen Pfund Seife machen sollen, dann hätte er wenigstens einen Nutzen, wird dem jungen erwachsenen Bernhard Haber noch um 1960 in alter NS-Manier entgegengeschleudert, als er ungeschickt und luftkrank einen Unfall bei der Landung eines Heißluftballons verursacht. Es wird Bernhard nicht leicht gemacht, sich an seinen neuen Wohnort wohlzufühlen, ihn wirklich als Heimat zu empfinden, als Raum, der ihm Schutz und das Gefühl des Behütetseins gibt.
denn er wird allerorts angefeindet und beargwöhnt. In der Schule, auf dem Bauernhof, wo seine Familie einquartiert wurde und so weiter. Trotzdem lässt sich Bernhard nicht unterkriegen und nicht von seiner Absicht abbringen, sich in Guldenberg eine neue Heimat zu konstruieren. In der Schule verschafft er sich bei den Mitschülern durch physische Kraft und passiven Widerstand gegen Reglementierungsmaßnahmen der Lehrer Respekt. Er beginnt, sich operative Freiräume zu schaffen. Dadurch, dass er den Spieß immer wieder umdreht, wird er zum Beispiel als Umsiedler verächtlich behandelt. So reagiert er mit Verachtung für die, die ihn so diskriminieren. Seine Freundin, die Friseurin Monika Demutz, berichtet: Wenn in der Klasse irgendjemand etwas über seine alten Hosen sagte oder die unmögliche gestrickte Mütze, lächelte er ganz kalt und abfällig und wurde nicht einmal wütend. Die Wahrheit war, dass Bernhard uns verachtete, uns, die wir hier in der Stadt wohnten und schon immer hier gelebt hatten. Er war ein Umsiedler und die waren in der Stadt nicht beliebt und darum verachtete er alle. Dieses Verhalten hat sich Bernhard einerseits zu einem verschlossenen, in sich eingekapselten Menschen entwickeln lassen. Später wird seine Freundin konstatieren müssen, dass er sich auch ihr in einer dreijährigen Beziehung nicht wirklich geöffnet hatte. Andererseits aber hat seine Verachtung für die anderen verhindert, dass deren Ablehnung für ihn zum Hemmschuh bei der Verfolgung der eigenen Ziele werden konnte. Was man verachtet, kann kein ernstzunehmender Grund dafür sein, etwas nicht zu tun. Und außerdem stellt die Verachtung Bernhard auf eine gleiche Stufe mit denen, die ihn verachten. Bernhard dreht den Spieß um. Das wird sehr deutlich, als er nach dem Ende der Schulzeit beginnt, sich eine Zeit lang politisch zu engagieren. Auch dieses politische Engagement erntet die Ablehnung seitens der Guldenberger, bietet aber Bernhard die Möglichkeit, seine Position zu verbessern, da ihm sein Engagement wenigstens zeitweise Macht einbringt und wohl auch Kontakte, die ihm später nützlich werden können. Als nämlich in den 1950er Jahren im Rahmen der allgemeinen Verstaatlichungspolitik der DDR auch die private Landwirtschaft in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften umgewandelt werden soll, beteiligt sich Bernhard äußerst aktiv an den Parteikommandos, die die meist unwilligen Bauern mit Argumenten, aber auch durch massiven Druck zum Genossenschaftsbeitritt bewegen sollen. Menschen, die ihn kennen, wie Monika Demutz oder sein späterer Geschäftspartner Peter Koller, verstehen dieses Engagement nicht. Koller erklärt rückblickend: Ich hatte keine Ahnung, wieso er sich plötzlich derart verändert hatte. Es klang so, als ob er ein ganz Überzeugter geworden wäre, ein Parteifunktionär oder so etwas Ähnliches. Und kurz darauf weiter: Dass Bernhard plötzlich politisch wurde und mächtig auf die Pauke haute, als sei er sonst wer, überraschte mich. Für einige lohnte es sich vermutlich, sie wollten weiterkommen und traten deshalb in eine Partei ein. Ich konnte mir jedoch nicht vorstellen, was es Bernhard bringen sollte, schließlich wollte er Tischler werden. Da musste man nicht wie die Zeitung reden. Aber vielleicht hatte er eine ganz andere Karriere im Auge und wollte auf sich aufmerksam machen. Mit seinem Engagement für die Genossenschaften machte sich Bernhard den Bauern verhasst, so Kitzerer. Er hatte damit nicht nur sich geschadet, sondern allen Vertriebenen, denen man seinetwegen noch mehr Gram wurde als zuvor, wenn das überhaupt möglich war. Zitat. Schließlich war er, Zitat geht weiter, vielleicht habe ich das sogar hier, genau, schließlich war er, zweite Teil, schließlich war er ein Umsiedlerkind, von dem man Dankbarkeit erwartete und keine Unverschämtheiten. Und dass er sogar den Bauern Griesel agitiert hatte, bei dem er und seine Familie zuerst Unterkunft gefunden hatten, verübelte man ihm besonders. Bernhard aber nimmt das Risiko noch stärkerer Ablehnung der Vertriebenen durch die einheimische Bevölkerung in Kauf für die Möglichkeit, durch sein Eintreten für Partei und Genossenschaft Rache zu üben an denen, die ihn und alle anderen Vertriebenen anfeindeten, seit sie nach Guldenberg gekommen waren. Im Gespräch mit Peter Koller erklärt er: War ein schönes Gefühl damals, plötzlich hatten sie alle Angst vor mir, alle. Daran hatte ich nie gedacht. Es ist wahr, freundlich aufgenommen wurden die Umsiedler nicht gerade.
Die Vertriebenen sollte man gleich weitertreiben in die Mulde. Das hat Griesel meinem Vater ins Gesicht gesagt. Dich darf man nicht zum Feind haben, was? Sagen wir, ich vergesse nichts. Nie. Bernhard Haber handelt sich zwar noch größere Ablehnung seitens der Guldenberger ein, verschafft sich aber gleichzeitig Respekt als jemand, den man ernst nehmen sollte. Und diese Basis der Anerkennung wird auf Jahre hinaus die Grundlage sein für den Ausbau und die Konsolidierung seiner Position in Guldenberg. Mit einer kleinen Tischlerei als Tarnfirma zieht er zusammen mit Peter Koller einen lukrativen Fluchthelferdienst auf. Wir sind in der DDR. Mit dem verdienten Geld baut er seine Tischlerei zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor in Guldenberg aus, wobei er auch nicht davor zurückschreckt, einheimische Unternehmer auszuboten. Der Ausbau seiner wirtschaftlichen Position öffnet ihm schließlich die Tür zur Teilhabe auch an der gesellschaftlichen Macht. Haber wird Mitglied des örtlichen Unternehmerzirkels und damit der wirtschaftlichen Elite der Stadt und wird sogar in den Stadtrat gewählt. Er hat sein Ziel erreicht, sich eine neue Heimat zu konstruieren und auf Beschaffenheit und Entwicklung dieser neuen Heimat entscheidend Einfluss ausüben zu können. Um das Erreichte zu sichern, ist er sogar bereit zu vergessen. Er hat nach 15 Jahren herausgefunden, wer seinen Vater ermordet hat und wer die Anstifter waren. Aber er will das Ganze auf sich beruhen lassen. Er hat Angst, die neu gewonnene Heimat wieder zu verlieren. Heimat und Zugehörigkeit sind Bernhard Haber so wichtig, dass sogar, Heimat und Zugehörigkeit sind Bernhard Haber so wichtig, dass sogar seine alten Gerechtigkeitsansprüche ausgehebelt und entgegen früheren Beteuerungen, ich vergesse nichts, nie, dem Vergessen anheimgegeben werden. Was bedeutet nun eigentlich Heimat für die beiden hier gegenüberstehenden Parteien? Also auf der einen Seite die alteingesessenen Guldenberger und auf der anderen Bernhard Haber, stellvertretend für die Vertriebenen, die nach Guldenberg umgesiedelt wurden. Für beide ist sie eindeutig Sinnbild eines Raums der Geborgenheit, des Bekannten, Gewohnten und Vertrauten, auf den in der einschlägigen Literatur immer wieder verwiesen wird, ein Raum, in dem die Orientierung problemlos funktioniert und automatisch das Gefühl der Zugehörigkeit entsteht. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist der, dass den Guldenbergern ihre Heimat zur Verfügung steht, wenngleich sie durch die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg bedroht sehen, während Bernhard Haber seine ursprüngliche Heimat verloren hat und sich eine neue aufbauen muss. Wie Reinhard Beuchler im Gespräch mit Sigurd Kitzerow deutlich macht, betrachten viele Guldenberger Heimat als etwas Vorgegebenes, in das man hineingeboren wird. Und jetzt ist das hier relevant. Ich begreife, was ich früher nicht verstanden habe, worüber ich gelacht habe, nämlich, dass wir alle einen Platz auf dieser Erde haben. Wir haben einen Platz zugewiesen bekommen und der gehört zu uns und wir zu ihm. Und wenn man diesen Platz aufgibt, dann gehört man nirgendwo hin. Und dieser Platz hat etwas mit der Geburt zu tun. Wo du geboren wurdest, da ist deine Heimat und nur dort bist du daheim. Und wenn du diesen Platz verlässt, dann gibst du deine Heimat auf. Früher habe ich darüber gelacht. Ich habe nicht verstanden, warum sich unsere Eltern gegen die Umsiedler stellten. Jetzt weiß ich es und ich weiß, sie hatten recht. Heimat wird als Tradition und Erbe angesehen, als Besitz, der nur dem zusteht, dem dieser Platz zugewiesen wurde, als Bestandteil der eigenen Identität. Heimat muss folglich gegen Veränderung verteidigt, Fremdeinflüsse müssen vermieden werden, denn die durch sie verursachten Veränderungen bringen das idealisierte Gefüge aus dem Gleichgewicht und lassen es seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen. Guldenberg ist seit dem Krieg nicht mehr das Guldenberg, in dem ich geboren wurde, das ist weiter Reinhard Beuchler, ist nicht mehr unsere Stadt. Damals im Krieg gehörten wir noch alle zusammen. Das ist vorbei, das hat sich geändert. Es sind zu viele Fremde, zu viele, die hier nicht geboren wurden und nicht hierher gehören. Ihnen fehlt das Herz für die Stadt
Schließlich sind sie zufällig hier gelandet und können jederzeit weiterziehen wie die Zigeuner. Die Stadt, die Kirche, die Burg, unser Kurpark, die alten Straßen, all das, an dem unser Herz hängt, für sie bedeutet das alles nichts. Glaub mir, es sind Fremde und es bleiben Fremde. Auf die kannst du nicht bauen. Bernhard Haber möchte für sich alles das erlangen, was Reinhard Beuchler hat, aber in Gefahr wähnt und zu verlieren befürchtet. Er kann sich nicht in eine vermeintlich vorgegebene Heimat flüchten, sondern muss sich den Schutzraum, der ihm Halt und Orientierung bieten soll, gegen die Anfeindungen der Guldenberger erst konstruieren, muss seine Identität mit geeigneten Antworten auf die Fragen, wer und was er ist und wo er hingehört oder hingehören will, neu festlegen. Er sucht Zugehörigkeit und Anerkennung, er will Teil seiner neuen Heimat sein und vor allem bei ihrer Konstruktion mitbestimmen, wie sie auszusehen hat. Beide Parteien suchen im Grunde dasselbe, einen Raum der Vertrautheit, in dem sie sich gut behütet fühlen und orientieren können, einen Raum, der sich mit ihren jeweiligen Identitätsvorstellungen problemlos verzahnt. Die einen suchen ihn zu erhalten, der andere ihn sich zu erschaffen. Wenn aber die Vorstellungen beider Seiten weitgehend deckungsgleich sind, heißt das, dass es hier um etwas anderes gehen muss als um den Schutzraum Heimat an sich. Es geht hier vielmehr darum, festzulegen, wer das Recht hat, am konkreten Ort diesem Schutzraum anzugehören bzw. ihn zu nutzen. Und das bedeutet, dass es sich um eine Frage der Macht handelt. Geborgenheit, Zugehörigkeit und der daraus empfangene Rückhalt durch die Gemeinschaft sind Machtfaktoren, die zum Zweck der Ausgrenzung gegen neu hinzugekommene instrumentalisiert werden. Als Motiv der Ausgrenzung steht die Angst vor dem vermeintlichen Verlust der Macht, die mit anderen geteilt in ihrer Potenz geschmälert erscheint, die Angst, dass die vermeintlich homogenen Interessen der gewachsenen Gemeinschaft in einer sich durch Fremdeinflüsse wandelnden Heimat ins Hintertreffen geraten. Heimat und Macht erscheinen eng miteinander verbunden. Bernhard Habers Kampf um das Recht auf Zugehörigkeit ist letzten Endes ein Kampf um die Teilhabe an der Macht. Wenn Doris Bachmann-Medig Raum als fundamentale Kategorie von Macht erkennt, Raum, den man sich aneignet, Raum, den man verteidigt, drängt sich die Assoziation zum Raum Heimat geradezu auf. Der Bezug zu Verlust und Neukonstruktion von Heimat wird durch die Feststellung von Martina Löw, Räume seien aufgrund ihrer zumeist ungleichen Verteilungen in der Gesellschaft oft Gegenstände sozialer Auseinandersetzungen, noch deutlicher. Will man schließlich Foucault oder Bourdieu folgen, ist Macht letzten Endes ein Diskurs, welcher Gesellschaft strukturiert. Die Gesellschaft bietet dem ihr zugehörigen Individuum gewisse Freiräume, erwartet aber im Gegenzug bestimmte Verhaltensweisen, die auf die Anpassung an die Gesetze dieser Gesellschaft hinauslaufen. Devianz wird unter anderem mit Erniedrigung und der Verweigerung eines Raumes in der Gesellschaft bestraft, der Deviante als Feind der Gesellschaft betrachtet. Die Zuwanderer im Roman sind deviant hinsichtlich der eingesessenen Guldenberger Gesellschaft, weil sie die Verhaltensweisen, die man von ihnen erwartet, nicht kennen, weil ihnen die Orientierungskoordinaten im neuen gesellschaftlichen Raum fehlen. Man verweigert ihnen folglich die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, verachtet sie und betrachtet sie als Feinde. Die Guldenberger spielen ihre Macht aus, um ihre Heimat gegen die vermeintlichen Feinde zu verteidigen. Sie wollen ihnen den Zugang zu dieser Heimat und damit zu der Macht, die die Zugehörigkeit mit einschließt, verwehren. Bourdieu erachtet als wesentliche Grundlage für die Teilhabe an der gesellschaftlichen Macht das Kapital, das die jeweiligen Individuen besitzen und zur Optimierung ihrer gesellschaftlichen Position ins Spiel bringen. Er unterscheidet dabei neben dem ökonomischen auch das kulturelle und das soziale Kapital, vereinfacht gesagt Bildung und Beziehungen. Die Zuwanderer verfügen weder über ökonomisches noch soziales Kapital, also weder über materielle Güter noch über soziale Beziehungen. Ihr kulturelles Kapital interessiert niemanden und bleibt folglich irrelevant. Ihre Chancen für eine gute Positionierung stehen somit schlecht.
Bernhard Haber jedoch nimmt den Kampf um die Macht auf und ist dabei mit seiner Bilderbuchkarriere anschauliches Beispiel für Bourdieus Thesen. Zunächst beteiligt er sich aktiv an der Parteikampagne zur Umwandlung der privaten in genossenschaftliche Landwirtschaftsbetriebe und legt damit den Grundstein für sein soziales Kapital, also für die gesellschaftlichen Beziehungen, die zur Verbesserung seiner gesellschaftlichen Position hilfreich sein können. Dann besorgt er sich das notwendige ökonomische Kapital, um sich und sein Unternehmen zu einem nicht zu übersehenden Wirtschaftsfaktor in Guldenberg zu machen. Ich werde gleich fertig. Dieses ökonomische Kapital setzt er schließlich wieder ein, um sein soziales Kapital aufzustocken und seine gesellschaftliche Position als Mitglied des einflussreichen Unternehmervereins und als Stadtrat zu optimieren. Er hat es geschafft. Er gehört zu den Mächtigen seiner neuen Heimat. Man kann daraus schließen, dass Heimat dem ihr Zugehörigen eine Machtposition vermittelt, die es gegen andere zu verteidigen gilt. Heimat ließe sich so als Schutzraum einer Interessengemeinschaft fassen, deren Interessen potenziell in Konflikt treten mit anderen Interessen, die durch Fremdeinflüsse an sie herangetragen werden. Dass es sich hier im konkreten Romanbeispiel aber weniger um reale Gegebenheit als um idealisiertes Gemeinschaftsgefühl handelt, wird spätestens in dem Augenblick deutlich, als solche Interessenkonflikte auch innerhalb der heimatlichen Gemeinschaft selbst zutage treten, die sich als weniger homogen erweist, als sie vorgibt. Als die Guldenberger Unternehmer ihren entscheidungsrelevanten Kegelclub in einen Verein, aus Traditionsgründen einen Karnevalsverein, umwandeln wollen, tauchen Bedenken auf, da in einem solchen Verein, Zitat, jeder Bürger Mitglied werden könnte, was keinem von uns zusagte. Der Lösungsvorschlag wird von allen akzeptiert. Jedes Mitglied habe jährlich 5.000 Mark Beitrag zu entrichten. Eine solche Summe würde uns die unerwünschten Mitbürger fernhalten. Ausgrenzung, also nicht nur von Zugewanderten, sondern auch in der Gemeinschaft selbst, zur Sicherung der Macht einer kleinen Elite und alles das unter Berufung auf Heimat. Die nostalgische Sehnsucht nach einer heilen Welt entpuppt sich als Streben nach Macht und Instrument zur Verteidigung der Interessen einer Minderheit, nur waltet diese Macht wie auch das Streben nach ihr im Verborgenen. Es ist eine Macht, die, wie Bourdieu erklärt, die Macht hat, sich in ihrer Wahrheit als Macht, als Gewalt, als Willkür verkennen zu lassen. Ideeller Anspruch und Realität klaffen wie so oft auseinander. Vielen Dank und entschuldigen Sie das Überziehen.